mit dem Kraftwerk Rheinfelden wurde das letzte richtig große Potenzial in Baden-Württemberg erschlossen. Und was jetzt noch diskutiert wird, sind eher sehr kleine Anlagen, die jetzt auch keine sehr großen Energieerträge bringen würden, die vielleicht lokal interessant sind und dort werden sie auch diskutiert, aber die jetzt im großen Zusammenhang mit der Energiewende keine so große Rolle mehr spielen. Wir haben mittlerweile die europäische Wasserrahmenrichtlinie, die gewisse ökologische Standards an Gewässer stellt und die wir als Naturschutzverband natürlich auch verteidigen. Und wenn man das als Rahmen sieht, sind die zusätzlichen Potenziale jetzt gerade in kleinen Bächen sehr, sehr begrenzt. Von daher teilen wir auch nicht die euphorische Auffassung mancher Leute, die sagen, wir können doppelt so viel oder dreifach so viel Wasserenergie bei uns gewinnen. Das ist fern jeglicher Realität. Also als Adorf sehr intensiv diskutiert wurde vor einigen Jahren, haben wir uns dazu durchgeringt zu sagen, irgendwas in der Art braucht man, wenn wir die regenerativen Energien sinnvoll ins Netz einbinden muss. Mittlerweile hat der Markt gesagt, im Moment braucht er keine Speicherkraftwerke. Die Vergütungen sind runtergegangen. Adorf wird zwar weiter geplant, aber eher auf Eis gelegt. Trotzdem denke ich, dass in absehbarer Zeit das Thema Speicher eine ganz große Rolle spielen wird. Bei kleineren Bächen sind es teilweise dann auch Energiegenossenschaften oder Einzelpersonen, die manchmal auch gar nicht so sehr auf jetzt den Euro-Gewinn achten, sondern aus Überzeugung sagen, sie wollen eine regenerative Energie fördern und deshalb auch Anlagen betreiben, wo man jetzt aus wirtschaftlicher Sicht sagen würde, rentiert sich eigentlich nicht.